So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten Folge dieser Session. Ich habe mir jetzt was zu trinken gerade schnell geholt. Boah, ich habe auch irgendwie das Gefühl, meinem Hals geht es jetzt schon wieder ein bisschen besser. Muss nicht mehr so viel rumhüsteln. Ja, gucken wir mal, was die beiden Kollegen jetzt zu sagen haben. Die Häkchen haben wir schon gemacht, letzte Folge. Ja, letzte Session haben wir auch viele Häkchen gemacht. So, aber erstmal gucken, was uns denn die beiden Typen hier so zu berichten haben. Wir fangen an mit Vex. Nun, seid ihr fertig? Einbruch ist Ich dachte, erledigt. ich hätte mich klar ausgedrückt. Niemand stirbt bei diesen Aufträgen. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal bezahlt werden wollt. Oh. Ups. Das hatte doch jetzt nichts mit dem Auftrag zu tun, dass ich den getötet habe. Da seid ihr. Hätte ich selber nicht besser machen können. Ja, ist erledigt. Hier ist euer Geld. Muss ich jetzt nochmal extra Arbeit machen? Ist ja kacke. Meine Kunden werden langsam ungeduldig. Ja, machen wir einen Raubzug. Manchmal ist doch ganz einfach, oder? Sagt ein, wo und was ihr wollt. Und ihr könnt die Beute sogar für... Wenn ihr so weitermacht, seid ihr bald reich genug, um euch zur Ruhe zu setzen. Bin ich jetzt schon. Langweilt ihr euch? Ja, gib mir extra Arbeit. Sucht euch etwas aus. Ja, mach ich wieder einen Einbruch. Haben wir früher schon einmal gestohlen und irgendwie ist es im Haus einer anderen Zielperson gelandet. Wir sollten es uns zurückholen. Findet ihr... Gut. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. So, was müssen wir jetzt wo stehlen? Ah. Und keine Leute töten dabei. Ich weiß. Entschuldigung. Meine Fresse. Es pinsen die hier rum. In Weißlauf... Eine Einsamkeit. Na, super. Müssen wir jetzt hier wieder ein paar blöde Aufträge machen. Na gut, die Folge machen wir das jetzt über noch. Und danach gucken wir mal weiter. So, Schlückchen getrunken. Da haben die mir den Auftrag jetzt wirklich als gescheitert gegeben. Ich fass es nicht. Nur weil ich dabei jemanden jetzt getötet habe. Das war ja noch nicht mal Absicht. Na gut, ja, schon, das war Absicht von mir, aber... Oh, hätte ich gewusst, dass es dafür natürlich Abzüge gibt, dann... Also ich muss ehrlich sagen, das war jetzt auch gerade für mich neu, denn ich habe das ja, wie gesagt, ein zweimal durchgespielt. Ja, ja, ich weiß, erwähne ich immer wieder. Ich, kleiner Angeber. Ja, also... Damals habe ich auch niemanden umgebracht. Da habe ich mich dann eigentlich immer an die Regeln gehalten. Gut, dass die da deswegen so einen Aufstand machen, wusste ich natürlich nicht. Aber gut, jetzt wissen wir es, jetzt haben wir die Erfahrung gemacht. Merkt's euch, keine Leute bei irgendwelchen Quests töten, bei denen es nicht heißt, ihr sollt sie töten. Oder bei dem sie euch nicht angreifen. Das kommt meistens nicht so gut. Ne, Dunkle Bruderschaft werdet ihr ja meistens auch nicht angegriffen. Aber, ach ja, Dunkle Bruderschaft, die können wir ja auch mal bald machen, ne? Fällt mir ja auch gerade so ein. Aber ich würde ja eigentlich lieber die Magika, die, die Dingenskirchen da oben weitermachen. Da habe ich ja eigentlich mehr Fun dran. Die macht ja eigentlich mehr Spaß. So. Es liegt Frost in der Luft. Es liegt Frost in der Luft. Das kann meiner Ernte nicht gut tun, Mama. Oh. Scheiße. Das war jetzt gerade vom Hardy. Tut mir leid, Hardy. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, pardon. Scheiße. Naja, egal. Wird wohl nicht so schlimm sein. Ist ja kein Copyright drauf. Boah, das ist geil bei dem Haus. Hier in das Haus habe ich einfach rein... Oh. Birgit... Eure Haut ist schneeweiß. Ich weiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Warum dürfen wir wohl heute hier rein? Wisst ihr es, Leute? Wisst ihr es? Ja, ich sag's euch. Wir haben den Leuten hier mal geholfen. Und seitdem mögen die uns voll. Und seitdem dürfen wir hier drin rumlungern. Idolf, kampfgeboren. Dass er Idolf heißt, ist mir egal. So, meins. Danke. Ach, ups, hier geht's raus. Oh, jemand hat eine Truhe.
Fackel kann er haben. Gold nehme ich mit. Ah, oh, die beiden Sachen nehme ich mit. So, immer das mitnehmen, was wir mitnehmen können. Alfred, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Ja, kann sein. So. Was war das? Raubzug in Einsamkeit, ja, Einsamkeit. Na gut. Machen wir einen Raubzug in Einsamkeit. Wo schlagen wir dieses Mal zu? Blauer Palast ist langweilig. Da waren wir schon oft genug am Zuschlagen. Ah, wir werden diesmal am Stützpunkt, am Armeestützpunkt zuschlagen. Das machen wir mal. Mal gucken, was wir da stehlen können. Da können wir, denke ich, Waffen stehlen und... Ja, Waffen im Wert von 500 haben die da bestimmt. Sowas haben die da bestimmt dort. Sowas müssen die doch eigentlich da haben. Bestimmt. Ich glaube, die haben da sogar eine eigene Waffenkammer. Aber gut, gucken wir mal. Oder was wir machen gehen, das ist ja eigentlich viel intelligenter von mir. Das machen wir eher. Das machen wir. Wenn wir was stehlen gehen, dann stehlen wir auch was wir brauchen. Denn, Quatsch, wir klauen doch keine Sachen, die wir eh nicht benötigen. Wir klauen jetzt Sachen, die wir auch brauchen. Da gehen wir mal am besten in die Schmiede. Nee, du kriegst nichts von mir. Geh mal aus dem Weg. Wir gucken mal in der Schmiede. Wie wär's damit? Jetzt hoffe ich mal nur, dass der Schmied nicht hier drin sitzt. Das wäre dumm. Naja, ich habe ihn gerade zumindest draußen nicht entdeckt und noch nicht gehört. Aber vielleicht bin ich doch einfach nur zu schnell dran vorbeigerannt. Das passiert ja auch mal. Ja, bitte. Ach, geh raus, Junge. Obwohl, die Dinger haben einen Wert von 2. Ja, geht doch. Hier haben einen Wert von 7. Oh, die haben 20. Seht ihr, Leute, hier haben wir wieder jede Menge. Da haben wir noch mehr. Boah, hat er wieder viel Arbeitsmaterial hier. Das sollte man eventuell gehört haben. Da war noch einer. Boah, da liegen ja noch diese Menge drauf, ey. Ich fass es nicht. So, wie komme ich da hoch jetzt? Wie komme ich jetzt am besten da hoch? Ah. Ach, da ist der Schmied. Das heißt, der Schmied ist hier. Unpraktisch nenne ich das. War gar nicht hier. So, Silberbarren haben wir jetzt hier. Da sind noch mehr Silberbarren. Seht ihr, Leute, jetzt haben wir hier schon wieder mal Wertmaterialien im Wert von 500 gestohlen. Also, das muss man mir erstmal nachmachen. Einfach mal. Aber das hat sich das gelohnt, weil da immer so viel Eisen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist aber auch Schnuppe. Was wir nach dieser Mission machen werden, wir gehen erstmal wieder zurück zu unserem Haus. Und dann werden wir den ganzen Bullshit, den wir jetzt angesammelt haben, erstmal ablegen. Denn ich habe die Befürchtung, dass wir jeden Moment zu übergewichtig werden könnten. Und da mal wieder viel zu viel Klapperadatsch dabei. So kann es ja nicht weitergehen. Nee. Ach ja, wie stimmt hier? Wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja irgendwas Wertvolles gekauft. Irgendwas Wertvolles, meine ich jetzt damit, dieses Dingenskirchen. Ah ja, die Rüstung für 3800. Diese Zerstörungsmagier-Roben-Dingenskirchen da. Adeptenrüstung. Keine Lehrlingsrüstung, eine Adeptenrüstung war das schon. Uiuiui, mein lieber Scholli. Die war ganz schön teuer.
Also zwei von den Rüstungen, wir könnten uns ein gesamtes Grundstück finanzieren. 5000 kostet ein Stück Land. Dann können wir uns einfach ein Stück Land kaufen. Ich glaube, wir werden doch übrigens bald mal hergehen und unsere letzten Häuser ausbauen. Das letzte, ein anderes Haus da ausbauen, müssen wir noch erledigen. Da haben wir, glaube ich, auch noch so viel Krams zu Dingenskrams und was weiß ich noch, alles zu erledigen. Da müssen wir noch mal ran, müssen wir noch Steine kloppen gehen. Ah, was wir da alles machen müssen, ey Leute, das glaubt ihr mir gar nicht. So, was ich allerdings gerade noch mal mache. Ich weiß gerade nicht, was wir für einen Segen haben. Wir sind gerade hier. Wir nehmen jetzt nochmal Nocturne als Segen an. Dann haben wir damit alle Krankheiten geheilt. Ist doch schön. So gefällt mir das. So, gucken wir mal. So, jetzt zufrieden. Raubzug ist erledigt. Hätte ich selber nicht besser machen können. Warte, bevor wir Extraarbeit annehmen. Hier gibt es Arbeit zu erledigen. Ja, Sekunde. Ihr bringt gute Nachrichten. Einbruch erledigt. Gibt's nicht gleich alles auf einmal aus. Ja, offensichtlich muss ich noch mehr Extraarbeit erledigen. Wenn ihr je etwas... Und außer mir können euch auch Delvin nie... Macht ihr Witze. Und als das... Wir hatten hier... Die glanzvollen Zeiten kehren erst zurück, wenn... Sie zersplittert. Wenn wir uns in... Das Beste wäre, dass wir mit Gold nur so um uns werben. Gut. Wir können das Geld gut gebrauchen. Einbruch. Für einen Kunden ein Erbstück. Gut. Denkt nur an die richtige Reihenfolge. Erst der Auftrag, dann betrinken. Jetzt nehmt dies und... Wir haben gerade einen... Begebt euch dort. Lasst mich nicht hängen. Und sorgt dafür, dass ich nicht mein Gesicht verliere, verstanden? Einsamkeit, okay, mach mal. Oder auch Zeit. Brynjolf liegt mir schon wegen des Geldes in den... Es gibt... Diebstahl. Also, seid ihr bereit? Werde es erledigen, ja. Das höre ich doch gern. Also, zieht los. Was? Haben wir jetzt einen Sonderauftrag wieder? Ah, jetzt haben wir einen weiteren Sonderauftrag. Beschaffe Juwelen, setze Wäsche aus, aha, und... Markart. Einsamkeit und Markart. Ja, die beiden Dinger fehlen mir noch. Jetzt muss ich aber gerade aufstehen, gerade zu meinem Zettelchen laufen und, ja gut, im Weißlauf müssen wir keinen Strich machen. Der Strich für letzte Mission war ja quasi nicht berechtigt. Also, passt das jetzt, ist immer Weißlauf 5. Da können wir jetzt unsere Mission machen. Da streiche ich das einfach schon mal ganz weg jetzt. Markart haben wir 4 und Einsamkeit haben wir 4. Das heißt, jetzt machen wir die beiden Quests gleich noch. Was heißt, die machen wir nicht? Wir machen die jetzt mal weg. Dann haben wir es jetzt. Dann sind wir ja bald fertig. Dann sind wir bald Diebesgildenmeister. Das machen wir heute noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber erstmal müssen wir nach Hause. Das ist jetzt das Ab... Warte. Kann ich euch ja gerade zeigen. Leute, komm, wir können ja kaum noch was tragen hier. Wir können ja kaum noch was mit uns schleppen. Dann müssen wir jetzt nach Hause gehen. Wir haben ja keine andere Wahl mehr. So eilig, so schwer sind wir gerade beladen. Puh, dann werden wir jetzt die restliche Zeit in dieser Folge hier wieder mit Hausarbeit verbringen. Aber gut, was machst du dann? Nix machst du. Ja. Irgendwo müssen wir unseren Klapperadatsch ja lagern. Sonst geht's ja nicht anders. Ein Vampir, der die Kraft Vampirführung anwendet, kann... Ja, weiß ich nicht. Die Pferde Himmelsrand sind robust und kräftig. Was ihnen an Schnelligkeit fehlt, machen sie durch ihre große Ausdauer wieder wett. Ja, sonderlich schnell sind die nicht, aber die haben eine weite Ausdauer. Die haben sehr viel Ausdauer, mein lieber Scholli. Ich glaube, wenn man am Rennen ist, zieht das bei schwerer Rüstung auch, glaube ich, an Ausdauer etwas. Weiß ich jetzt gerade aber gar nicht.
Kann ich mir aber vorstellen. Kann ich mir aber vorstellen. Dass das an Ausrüstung, dass das an Rüstung ziehen könnte. Muss ich aber gucken. Werde ich jetzt aber nicht ausprobieren. So, Schlüssel weglegen. Finger weg davon. Nichts zum Spielen jetzt. Skyrim zocken. Yeah! Guck mal hier, mal Lieder. Ich kann euch hier irgendwann auch mal das Lied von Himmelsrand beibringen. Hier gibt es extra einen Song drüber. Der steht im Lösungsbuch drin. In unserem schlauen Buch nennen wir das ja. Da sagen wir nicht Lösungsbuch zu, das hört sich Cheater-like an. Wir sagen das schlaue Buch. So. Sag mal die Bude. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass man sich nicht direkt hier reinporten kann. So muss man jetzt erst dahin gehen und dann nochmal in den Ladebildschirm. Das ist ein bisschen unsinnig, finde ich. Das ist doppelt gemoppelt. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssten dann sagen, wir können zu. Entweder reisen wir zu den Stellen davon, dann sind wir ja davor. Oder wir reisen in das Haus rein. So müsste man es machen. Aber dann davor reisen, wenn man dann eh da reingehen will, ist schon ein bisschen doppelt, finde ich jetzt. Das finde ich jetzt ein bisschen. Naja. Brauchen wir eigentlich ja nicht. So, hier habe ich mal vergessen, die Vitrinen zuzumachen. So. Ja! Wollen wir etwas spielen? Nein! Jetzt nicht. Aber du hast ein hässliches Kleid. Ich hab was Ein für dich. Geschenk für mich? Das kann ich jetzt geben. Ja, jetzt sieht sie doch wieder. Ach, guck mal, hat hier einen Wolf da immer noch. Das finde ich so süß. Rap! Ach, guck mal, sie schläft jetzt. Sie könnte auch mal ein neues Kleid bekommen. Gut, hier kann ich keinen Taschendiebstahl machen. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nur in die Taschen reingucken und mal gucken, ob die ihr Kleid noch immer hat. Wieso sind denn hier alle Türen zu? Wer hat denn die Türen hier zugemacht? Am liebsten würde ich hier so eine Magical Door machen, dass hier keiner rein kann. Dass es mein privater Raum ist. Aber gut. Ah, hier haben wir unsere Diamanten. Dann werden wir hier auch unsere Diamanten reintun. So, E's ablegen. Boah, das kann man jetzt einfach so schön mit diesen Symbolen erkennen. Das finde ich so geil. So. Da brauche ich nicht mal durchlesen und jedes einzelne angucken. Da weiß ich sofort, das ist, das muss da rein, das muss da nicht rein. So. Amulett von Satal. Ablegen. Gut, hier müssen wir ein bisschen gucken. Oh, das kann ich nicht ablegen. Na gut. Ne, muss ich jetzt mal gucken, ne? Aber ist ja eigentlich auch keine große Sache. Dann sind ja nicht so viele Dinge jetzt. So, hier kommt überall Schmuck rein. So, Diademe, Ringe und Ketten. Also der ganze goldene Wisch. Da hätten wir dann einmal. Dat, dat, dat. Dat. Zack. Oh, scheiße. So, der ganze Kram. Ich sag mal, blöderweise, was die Truhe getan, was ja gar nicht reingehört. Das hier. Nehmen. Und, Allison Burger. Ausrüsten. Haben wir es jetzt wieder hier reingelegt? Ja, haben wir. Ich weiß es nicht. So. Inventar. Jetzt sind wir sogar. Ey, wir sind noch nicht überladen. Respekt. So, ausrüsten. So, dann wird jetzt erstmal der ganze schwere Klapperadatsch hier reingelegt. So, was kommt denn hier alles rein? Ach so. Ja, so alles Mögliche. So ein bisschen, ne? So ein bisschen gemischt. Haben wir hier. Da können wir Assault Buckles. Können wir da eigentlich auch reintun. Das ist ein Quest-Gegenstand, deswegen kann man den nicht weglegen. Quest-Gegenstände haben meistens sowas hier. Drachenknochen! Drachenschuppen, weg damit! Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit! Ich habe noch ein gelbes Mädchenkleid. Ah, das kann ich dann wohl nicht geben, weil es gestohlen ist. Ja, bla bla bla. Wir machen das gerade noch zu Ende hier.
Golderze mal hier. Korb kommt da nicht rein. Leder kommt ja aber rein. Kommt da rein, das kommt da rein. Papierrolle kommt da nicht rein. Ja, hier muss man jetzt schon ein bisschen genauer gucken. Da kann man nämlich leicht mal was übersehen. Hoppala. Tintenfass. Obwohl, Tintenfass kann ich jetzt, kommt jetzt ja auch eigentlich dazu, denn damit stelle ich diese Dead Leder Dingskirchen daher. Da kommt ja aber noch rein. Und die Ziegenhörner. Dann haben wir hier noch einen Schrank mit Fellen. Ja, genau, hier kommen nur Pelze rein. So, dann können wir hier nochmal gerade gucken. Hier, ne, Black Dyed Leather, das kommt hier rein wegen dem Symbol. Das ist dann ein bisschen praktischer, würde ich sagen. Ah, das ist doch super, ne? Kann man einfach hier zack, 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 zack. Ist nicht überall so, ne? Ist natürlich eine Sache, wie wir das Ganze ordnen. Aber jetzt hier, ne, einfach hier wusch, wusch durch, fertig. Ganz schön. So, hier haben wir dann, was haben wir hier rein? Ah, hier kommen Waffen rein. Verzaubert und nicht verzaubert. Okay. Machen wir hier Waffen. So. Nordpfeile. Na, kann ich ablegen. Weg damit. Angießbogen. Weg damit. Den nehme ich mal lieber mit. Weg. Behalten. Wäsch. Wäsch. Das ist gestohlen, kann ich meinen Kindern eh nicht geben. Entzaubere ich jetzt. Orkischer Bogen. Zweimal. Weg, weg. Behalten. Lege ich weg, lege ich weg, lege ich weg. Ein Stahl kriegst du mal weg damit. Stahlpfeile? Ja, nehme ich mal lieber mit. Nehme ich mit, nehme ich mit. Oh, nehme ich mal mit. Kann ja nicht schaden. So, das nehmen wir damit. Dann hier kommt verzauberte Rüstungen rein, etc. Dann wenn wir hier gucken. Hier, unsere Adeptenrüstung der Zerstörung. Hammer. Was die uns gekostet hat. Das kommt hier rein. Ah ne, das war ja gerade, das war ja nicht verzaubert, also kommt's da nicht rein. Hahaha. Ha, ha, ha. Ich bin ja auch ein Mongo. Ja, doch, obwohl, das hat ja quasi eine Zauber, ne? Also kommt's ja doch rein. Wie dumm von mir. Dann kommt die aber auch da rein. Ablegen, ablegen. Ja, Linus, die kann man hier reintun. Die kommt jetzt hier rein. Das kommt ja nicht rein. So, dann haben wir hier noch eine Truhe. Hier kommt dann... Ja, da tun wir mal hier rein. Die grüne Robe kommt ja nicht rein, das kommt ja auch nicht rein. Dat, dat. Dat und dat. So. Der hat ja... Ach, ich glaub's ja wohl nicht. Guck mal, wie der hier immer am Duplizieren ist. Finde ich unmöglich. Finde ich unmöglich. Eieiei, Isasch. Das ist ein richtiger Scheißbug. Das müssen die mal fixen hier. Hier im Kletterschrank kommt nämlich die Sachen rein. Dann kommt nämlich hier jetzt auch das und das dazu. Können wir das tragen? Aber das können wir doch anlegen, oder? So, alles, was wir jetzt hier drin haben, tragen wir auch. Sehr schön. Also, wir sind jetzt quasi voll ausgerüstet. So, was haben wir noch? Genau, unser Magic Fass. Boah, das ist aber auch schon richtig knallevoll hier. So, hier tun wir dann jetzt erstmal alle Gegenstände unterm Apfel rein. Cool? Oder was war das gerade mit 77? Boah, muss ich aber gerade mal gucken hier. Fass. Kohl haben wir 78 gerade. Boah, 78. Boah, 77 Kohl. Was haben wir da gerade im Inventar? 199, das geht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Tschüss.